Hallöchen, meine Lieben. Es ist mal wieder soweit. Ich habe euch jede Menge Schnipsel mitgebracht. Das heißt, heute gibt es wieder eine kleine Schnipselparty mit lauter Resten, die so übrig geblieben sind, aber zu schade zum Wegschmeißen. Von daher wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Schnipselparty. Ja, der erste Schnipsel, den ihr hier gleich zu Beginn gehört habt, ist eine super Veranschaulichung, was da eigentlich so in den Callcentern abgeht. Wie laut es da ist, wie schön sie Musik hören und dass da die Stimmung richtig weit oben sein muss. Hat zwar keiner gesprochen, aber das habe ich tatsächlich auf meinem Anrufbeantworter gefunden. Und ich habe euch auch noch ein paar weitere kuriose Schnipsel von meinem Anrufbeantworter mitgebracht und heute mal mit eingebaut. Machen wir mal mit dem nächsten weiter. Ja, so einen ähnlichen Schnipsel habe ich euch schon mal gezeigt. Irgendwas mit Steiner, bitte prüfen Sie Ihr E-Mail. Also erstmal schlechtes Deutsch, aber sowas kommt auf meinem Anrufbeantworter an. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, weil ich bekomme ja nur unzählige Nachrichten und unzählige E-Mails von den Betrügern. Von daher kann ich nun wirklich absolut nicht zuordnen, zu wem das gehören soll. Vielleicht zu einer von den ganz tollen Werbungen, wo ich Millionär werden kann. Ich weiß es nicht. Also das, was, wovon ich euch ja immer wieder mal erzähle, hier Höhle der Löwen oder was weiß ich, diese ganz schrecklichen, grässlichen Webseiten, wo man sich dafür anmelden kann, die werben ja mit furchtbaren hohen Summen, die man da gewinnen oder erzielen kann. Keine Ahnung. Also vielleicht soll das abzielen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das überhaupt bringen soll. Das kostet doch eigentlich nur Geld. Ja, auch wieder einer von den etwas kürzeren Sachen. Aber tja, da hat man mal ein dreckiges Gelache auf unserer Mailbox. Naja, machen wir mal weiter. Fick deine Schwester, du Hurensohn. Du Hurensohn. Fick deine Mutter und deine Schwester. Ja, vielen Dank. Also, so eine Komplimente habe ich dann auch öfters mal auf dem Anrufbeantworter. Also nur um es kurz zu fassen, ich zeige euch hier nicht alles, weil da wirklich viel, viel, viel Müll dabei ist, wo man einfach nur Hintergrundgeräusche oder Störgeräusche hört oder halt einfach echt nur Beleidigungen. Und die machen das Video halt auch nicht wirklich besser. Von daher habe ich hier mal die etwas harmloseren Sachen einfach mal mit drin gelassen, damit ihr eben auch mal mitkriegt, was da so alles reinkommt. Aber ich habe euch noch eine Voicemail mitgebracht. Und dann bist du NA и даже и нет даже звонка. Пиши kein Ton, все. Так легче. Ну, есть мне как тебе удобнее, блядь, я не настаиваю. Ja, hier seid ihr wieder in den Kommentaren gefragt, an alle die, die, ich denke mal, Russisch war das hier, können. Schreibt mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, was hier eigentlich genau von dem Typen gesprochen wurde, denn weiß ich nicht. Hat ja so geklungen, als hat er mich jetzt hier gemeint. Und da meine Russischkenntnisse eher so einen halben Meter Feldweg entsprechen, kann ich da jetzt leider nicht beim Übersetzen helfen, aber dafür habe ich ja euch. Schreibt's gerne unten in die Kommentare, was der Typ hier so von sich gegeben hat. Guten Tag, ich spreche mit Herr Gerald. Herr Gerold gibt's nicht. Gerald? Steiner? Du bist Herr Steiner, oder nein? Das heißt nicht du. Ich bin Alex Klaus am Apparat, ich begrüße Sie. Also ich melde mich von der Firma 24 Fonds, weil Sie haben Interesse gezeigt bei Online-Trading oder Online-Handel. So, nur sagen, so Herr, ich sehe mal, Sie sehen, Sie hat Interesse das heißt gezeigt bei Online-Trading. Das heißt Herr Steiner. Können Sie nicht vernünftig sprechen oder wo ist jetzt das Problem? Ich denke, das Voice-Problem. Was? Wissen Sie, Herr, was ist Online-Handel oder Online-Trading? Es heißt nicht Herr, es heißt Herr Steiner. Können Sie nicht vernünftig Deutsch? Herr Steiner, ja. Ja, so heißt es, nicht Herr. Ja, gut. Okay, Steiner. Nein, nicht Steiner, Herr Steiner. Herr Steiner.
So, Herr Steiner, haben Sie Interesse gezeigt für Online-Trading? Ja, sagen mir. Ja, habe ich doch. So, ich bin hier zu helfen und Ihre Konto zu aktivieren. Aha. Aber erst einmal, ich wollte Ihnen kurz erklären, was unsere Firma hat, zum Beispiel für neuen Kunden. Aber erst einmal darf ich fragen, haben Sie Erfahrungen bevor? Immer das gleiche Skript. Haben Sie Erfahrungen bevor mit dem Online-Trading oder aber nein? Aber ich bin Visa auf der Mastercard. Für mich ja, sind Sie dann einzahlen. Was hat Sie, Visa oder Master? Eine Dongswang-Card. Noch einmal? Eine Dongswang. Ah ja, aber Online-Banking benutzen Sie? Warum? Sie haben doch gefragt, ob ich eine Kreditkarte habe und ich habe jetzt geantwortet. Noch einmal, bitte sagen mir noch einmal. Was? So, haben Sie Visa-Card, Mastercard oder Online-Banking? Ich habe eine Dongswang-Card. Sie hat keine Online-Banking? Nein, ich habe eine Dongswang-Card. Ah, verstehen. Aber wie gemacht, keiner mit dem Wohnstundenkarte, was ist das? Na, eine Kreditkarte. Ah. Ja, war mal ein etwas längerer Schnipsel, aber keine Ahnung, ob der die Dongswang-Karte hier erkannt hat. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Wer die Dongswang-Karte übrigens auch haben möchte, findet eine entsprechende Karte auf dem YouTube-Kanal Callcenter Terrorist. Ein von mir nicht ausgedachtes Wort, sondern eher vom Callcenter Terroristen benutzt, aber naja, man unterstützt sich ja gegenseitig. So, machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnippel, der auch nicht viel besser ist. Hallo? 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 Ja. Clement Sieger hier von West Point. Ist da der Herr Reyes? Keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall recht schnell aufgelegt. Ich weiß nicht, ob das schon am Anfang reicht, um mich zu identifizieren. Das Problem ist halt, ich weiß natürlich immer nie im Voraus über oder für welchen Namen die anrufen. Da hätte ich vorher vielleicht ein bisschen aufpassen können und pro Rufnummer einen Namen machen können, aber dann hätten wir hier nicht so ein großes Portfolio von verschiedenen Namen. Ja, auf jeden Fall ist es wohl scheinbar leider aufgefallen. Naja, aber jetzt habe ich hier noch einen Lieblingsschnipsel für euch. Den kennt ihr bestimmt. Kamata. Ach, der Wilson. Ja, pünktlich, Herr Wilson. Ja. Du bist Herr Kasse, oder? Ja, ja. Ah, meine Liebe. Hallo. Kurz Moment bitte, nur eine Minute. Ja. Da war unser Dennis Wilson ziemlich schnell weg. Ja, mal vielleicht hat er gerade irgendwie dann doch noch einen Kundenanruf oder irgendwie was anderes reinbekommen, was in seinen Augen erstmal sinnvoller war. Ich weiß es nicht genau. Aber, naja, den Wilson, wer kennt ihn nicht, ne? Den Wilson, den haben wir ja hier schon gefühlt seit Anfang an auf dem Kanal. Oder zumindest seit fast Anfang an. Und eigentlich ist er auch schon fast gar nicht mehr wegzudenken. Naja. Leider war es ein sehr, sehr kurzer Schnipsel. Von daher habe ich ihn nicht mit in die anderen Folgen vom Wilson mit reingepackt. Ja, aber wir machen mal weiter mit einem anderen Anrufer. Hallo, schönen guten Tag. Ich spreche mit der Gerold. Nee. Gerold Steiner. Ich bin Thomas Bauer am Apparat und ich begrüße Sie, Herr. Thomas Bauer? Ja. Aha. Glaubt Ihnen das einer? Ich melde mich von der Firma 24 Fans, weil sie hat Interesse gezeigt bei Online-Trading. Ja, und nun? Und wissen Sie, was ist Online-Handeln? Zum Beispiel Bitcoin. Ja, und Sie? Ja. Dann erklären Sie mal. Möchten Sie kaufen Bitcoin? Ja, erklär mal. Ja, erklär oder was? Ja, erklären. So, wissen Sie, was ist Online-Handel? Hatten wir die Frage nicht gerade schon vor einer Sekunde? So, ich bin hier für helfen Sie, für Ihr Konto zu aktivieren mit 250 Euro oder 500. Ja, aber wie willst du mir besoffen mit dem Kakerlakendeutsch helfen? Ah, shit. Was? Hallo?
Ja, da hatten wir wieder einen von den ganz Intelligenten, der überhaupt nicht begreift, was man ihm da eigentlich so am Telefon sagt und fragt. Und der eigentlich nur in seinem Skript alles abfahren wollte. Ja, und einen Haken hinter die Frage machen wollte. Und sobald man da dann ein bisschen stur wird, naja, dann hat man halt so ein kurzes Gespräch. Schade drum, weil der war ja auch ziemlich lustig, denke ich mal. Oder zumindest hat er ja so einen ähnlichen Slang wie der Wilson. Weiß ich nicht. Aber naja, ich habe euch noch weitere Schnipsel mitgebracht. Hallo? Hallo? Ich verstehe nichts. Hallo? Hallo? Ich verstehe Sie nicht, nee. Vielleicht jetzt? Jetzt ist ein bisschen besser. Okay, wunderbar, vielen Dank. Ich rufe an für Avatrade. Sie haben ein Konto bei uns aufgemacht. Mhm. Damit Sie mit dem Traden anfangen können, müsste das Konto erst noch verifiziert werden. Da würde ich Sie gerne bitten, dass Sie einen Ausweis und einen Adressnachweis hochladen. Aha. Ja, kann ich machen. Wunderbar. Da bedanke ich mich bei Ihnen. Sobald das Konto dann verifiziert wurde, können Sie einzahlen und mit dem Traden anfangen. Aha. Na dann. Das war's auch schon von meiner Seite. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Aha. Dankeschön, auf Wiederhören. Tja, also das war hier tatsächlich kein Cold Call in diesem Sinne, wie man das kennt. Weil hier ging es nicht ums Geld, hier ging es eigentlich nur um die Datenvervollständigung. Und das ist tatsächlich legal, wenn euch da ein Unternehmen einfach für anruft und euch dazu auffordert, das Konto noch fertig zu machen, wenn man da sieht, dass da irgendwas nicht richtig gemacht wurde. Tja, ich meine letztendlich die Firma, die hatten wir hier nur schon ziemlich oft. Die hatten alle anderen, glaube ich, auch schon. Und jeder von uns weiß, was die ganz genau im Schilde führen. Nämlich auch nichts Gutes, aber das Bild hier, was wir hinterlassen haben, jetzt in diesem kurzen Gespräch, erstmal war die Sprache in Ordnung, kein Krach im Hintergrund und hier ging es auch nicht ums Geld einzahlen, aber ich denke mal eher, dass sie aufgrund meiner sehr kurz gebundenen Antworten auch gar nicht weitermachen wollte, ich weiß es nicht. Das ist ja immer die Frage, was sie sich da eigentlich genau dabei denken, ja, wobei man sich ja oft die Frage stellt, denken die überhaupt, aber naja, keine Ahnung, was das hier sollte, wir machen mal weiter. Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Jan am Apparat, ich melde mich als Economics Hub. Sie haben sich registriert zum Thema Online-Handel, Online-Trading, beziehungsweise Handel mit Bitcoin vor dem automatischen Handelssystem. Stimmt das? Keine Ahnung, Sie haben noch da die Daten vorliegen. Mhm, okay, also ich bin Ihr personaler Kundenbetreuer. Mein Job ist Ihnen zu helfen mit dem Aktivierungsprozess und auch werde ich diese Systeme ein bisschen näher bringen. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Interesse, Ihr Konto zu aktivieren? Keine Ahnung. Okay, also haben Sie Erfahrung mit Online-Trading oder wird das erste Mal sein? Mhm. Okay, also was wir Ihnen angeboten haben, ist ein automatisches Handelssystem, der durch einen Algorithmus funktioniert. Sie bekommen auch einen Fachmann, also Fachberater, mit dem Sie beraten können. Und auch bekommen Sie ein Ausbildungsprogramm, wie so eine Online-Schulung vor Handeln. Also Sie können mit den Preisdifferenz handeln und Sie können auch nur Aktien oder zum Beispiel Kryptowährungen kaufen. Sie aktivieren Ihr Konto mit Mindestbetrag von 256 €. Also das ist eine einmalige Einzahlung. Das macht man mit Visa, Mastercard oder Online-Banking. Nach dieser einmaligen Einzahlung, Sie werden einen Anruf von unserem Fachmann bekommen, sodass Sie diese Applikation herunterladen und Parameter einrichten und dann können Sie mit Handeln beginnen. Also wir haben drei Pakete, 256 €, 500 € und 1000 €. Sagen Sie mir, ist Ihre E-Mail-Adresse gerold.steiner@mdccfun.de? Mhm. Okay, dann kann ich auf diese E-Mail eine E-Mail schicken, E-Mail-Adresse eine E-Mail schicken, sodass Sie Zugriff zu unserer Website haben. Dann können Sie Ihr Konto aktivieren natürlich, falls Sie möchten. Also wir brauchen nicht mehr als 5 Minuten. Das können Sie mit Smartphone oder Computer machen. Also wenn Sie mir eine E-Mail schicken, dann brauchen wir mehr als 5 Minuten. Okay, kein Thema. Dann machen wir es so. Dann schicke ich eine E-Mail sofort und dann, wenn Sie bereit sind, bitte kontaktieren Sie mich, sodass wir das zusammen tun. Ist das in Ordnung? Mhm. Nicht in Ordnung. Okay, kein Thema dann. Wiederhören.
Betrüger. Ja, ich denke, man hat es hier noch an meiner Stimme gehört. Ich habe da tatsächlich noch im Bett unter der Bettdecke gelegen. Deswegen hat es sich auch so dumpf angehört. Ja, also ist schon Wahnsinn, ne? Also die Betrüger, die rufen ja auch gefühlt 24/7 an. Also auf jeden Fall ab, ja, manchmal 6.30 Uhr, meistens so ab 7 bis spätestens 23 Uhr, meistens nur so bis 18 Uhr. Und dann klingelt das Telefon eigentlich eher selten. Aber naja. Keine Ahnung. Liegt vielleicht auch einfach an der Zeitverschiebung aus den verschiedenen Ländern oder den verschiedenen Kontinenten. Kommt halt immer drauf an, von wo aus die genau anrufen. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall furchtbar mit den Kakerlaken. Ich habe euch noch was mitgebracht. Hallo, Mr. Gerald? Was für ein Ding? I'm calling from Lottery Heroes. My name is How are you doing today? Man begreift es nicht, dass wir hier einen deutschen YouTube-Kanal haben. Okay. Ja, das haben wir ja hier nur auch schon öfters gehabt, dass die mit englischen Callcentern oder englischsprachigen Callcentern in Deutschland anrufen, obwohl sie eine deutsche Telefonnummer anwählen. Sicherlich kann man damit Erfolg haben. Aber ganz im Ernst, ich denke mal, wenn ein Betrüger jemanden anruft, der fließend Englisch am Telefon spricht, sind die Chancen, dass sie damit Erfolg haben, meiner Meinung nach eigentlich deutlich geringer. Denn, tja, weiß ich nicht. Also ich würde das jetzt mal so interpretieren, ne? Also, keine Ahnung. Also ich weiß wirklich nicht, was sie damit bezwecken wollen. Vielleicht haben sie auch einfach nur Personalmangel oder irgendwie sowas in der Art. Kann ja alles sein, ne? Schönen guten Tag, spreche ich mit Mann? Mit wem? Mit Herrn Peter? Ja. Okay, mein Name ist Melanie Bauer und ich möchte ein paar Informationen über Onlinehandel zu geben. Ja. Wissen Sie, was Onlinehandel ist? Nee. Hat zu tun mit Forex, Amazon, Rohstoff, Kryptowährung, Dogecoin. Haben Sie nie gehört? Sagt mir nichts. Okay, kein Problem. Also, bedeutet Profite zu erreichen, Geld zu verdienen, wie ich gesagt. Und am Anfang, Sie schauen ein paar Informationen, wie funktioniert Onlinehandel. Und ich zeige Ihnen für unsere Firma. Und danach, Sie machen nicht eine Investition, Sie machen eine Aktivierung und Sie anfangen sofort mit Profite. Und Sie werden Profite mit Sicherheit erzielen, zusammen mit unseren Experten. Verstehen Sie mich bis jetzt, Herr Peter? Ja, ich habe verstanden, es ist kostenlos. Okay, also wie ich gesagt, Sie sind nicht alleine, Sie sind zusammen mit unseren Experten und Sie arbeiten vielleicht 10 Minuten oder 15 Minuten pro Tag zusammen mit unseren Experten. Oder, ob Sie wollen, Herr Peter, Sie können mit einem automatischen Robot arbeiten. Aber ich denke, es ist besser mit einem Expert, weil sie sind ohne Erfahrung. Okay. Und okay, ich darf fragen, weil ich möchte mit unserer Plattform vorstellen, benutzen Sie besser ein Handy oder einen Computer? Was ist da der Unterschied? Ich möchte unsere Plattform und unsere Lizenz vorstellen, weil wir sind eine regulierte und eine Sicherheitsfirma. Und ich möchte alles zeigen. Sie können selbst mit Ihren Augen selbst sehen. Ja. Es ist besser. Aber ich habe eine Frage. Sind Sie gerade zu Hause, oder? Ja, ich bin zu Hause. Benutzen Sie besser ein Handy oder einen Computer? Das ist doch egal. Kommt aufs Gleiche raus, oder nicht? Benutzen Sie ein Handy oder einen Computer, habe ich gesagt. Weil so mache ich unsere Arbeit sehr einfach. Ich möchte alles zeigen. Ja, wo ist denn da der Unterschied? Also was ist denn da jetzt besser? Aber Sie wissen nicht, woran es geht. Lassen Sie mir zeigen. Mhm. Okay? Ja. Ja. Ja, machen Sie. Aber am Anfang, ich muss wissen, benutzen Sie besser ein Handy oder einen Computer? Ja, was ist denn da jetzt besser? Was soll ich denn nehmen? Darf ich wissen, Herr Peter, wie alt sind Sie? Was hat das jetzt damit zu tun? Ich frage, was ist denn jetzt besser? Was ist denn der Unterschied jetzt zwischen Handy und Computer? Also was ja, funktioniert denn da besser? Aber
Mit Computer machen unsere Arbeit sehr einfach. Deswegen, es ist besser auch für Sie. Ja, dann nehmen wir den Computer. Okay, wir können mit Computer arbeiten. Ja. Öffnen Sie Ihren Computer. Wieso soll ich den Computer öffnen? Ich muss doch den bloß starten und nicht öffnen. So heiß wird er nicht. Herr Peter? Ja? Darf ich fragen? Also, der Nachname ist Pan, nicht Peter. Entschuldigung, Herr Pan. Ja. Okay. Also, öffnen Sie Ihren Computer und ich zeige Ihnen unsere Plattform, auch unsere Liste. Okay? Aber ich verstehe nicht, was Sie meinen, ich soll den Computer öffnen. Wenn ich den Computer öffne, dann verliere ich doch die Garantie. Meine Gott, warum haben Sie Angst oder was? Nee, warum soll ich Angst haben? Wir können in Google Chrome gehen, deswegen. Nee, Google Chrome habe ich nicht. Hallo? Ja, ja. Also, wir können in Google Chrome unsere Plattform vorstellen. Deswegen, Sie können nur schreiben und ich bestabiere unsere Plattform. Es ist sehr einfach. Kostet ja, gar nichts. Sie ist alles kostenlos. Ja, aber ich habe doch gar keinen Google Chrome. Muss ich das denn erst runterladen oder wie? Okay, Herr Pan. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, einen schönen Tag. Tschüss. Hä, sind Sie doof? Oh Gott, so eine dumme Betrüger habe ich wirklich noch echt nicht. Ja, ja, da fällt einem eigentlich nichts mehr großartig dazu ein. Tja, also ich meine, ich habe es ja letztendlich versucht, ne? Aber man muss sich ja immer mal vorstellen, dass nicht jeder ganz genau weiß, was die da sagt. Weil gerade so ältere Menschen, die können damit überhaupt nichts anfangen. Die können auch nicht so Kleinigkeiten aus Englisch sich ins Deutsche übersetzen. Ja, aber ich weiß nicht, wie man so was verkaufen will. Und letztendlich habe ich ja eigentlich auch nur probiert, hier am Telefon zu bleiben und das zu machen, was sie sagt. Und habe auch sogar nachgefragt. Da sie aber wieder wohl der deutschen Sprache nicht mächtig war und gar nicht so richtig mitbekommen hat, was ich da wollte und ihr das eigentlich nur auf den Sack ging, dass der Kunde irgendwelche dummen Fragen und Nachfragen hatte, da hat man dann halt einfach keine Lust mehr auf Kundenservice und bricht dann das ganze Gespräch einfach so mittendrin ab. Naja, machen wir mal weiter. Hallo, guten Tag. Omid? Was? Timo Omid, Marco Lombardi am Apparat. Ich melde von der Finanzmarkt her und habe ich entdeckt, dass Sie haben eine Registrierung gemacht für Online-Trading und ich möchte Sie eine kleine kurze Erklärung dafür machen. Na dann los. So, ja, haben Sie Erfahrung mit Online-Trading? Ja, aber Sie sind sehr leise. So, Sie haben Erfahrung. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja, jetzt hören Sie mit mir besser. Na ja. Jetzt? Ja. Jetzt besser, okay. So, Herr, Sie haben mir gesagt, dass Sie haben Erfahrung, ja? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen. Haben Sie eine gute Erfahrung oder eine schlechte Erfahrung? Ja, ist gemischt. Eine gute Erfahrung, ja? Mhm. So, Herr, ungefähr wissen Sie, wie es funktioniert. Mhm. So. Normalerweise, wie bei jeder Trading-Plattform, der Mindestkapital, das Sie investieren können, ist es 250 Euro. Nach dieser Einzahlung werden Sie in Kontakt bleiben mit einem Finanzexperten und werden Sie mit diesem Finanzexperten sprechen. Und er wird Ihr Konto aktivieren. Und wir können Ihnen versprechen, dass wir für innerhalb einen Monat einen Profit machen von 30% bis 85%, okay? Und wie können Sie das versprechen? So, Herr, nach dieser Einzahlung werden Sie das selbst schauen, okay? Ja, aber warum antworten Sie nicht auf meine Frage? Wie kann ich Ihnen versprechen? Ja. Sie haben viele Kunden, dass wir für diese Kunden dieses Profit gemacht haben. Ja, kann ja sein, aber letztendlich ist ja der Finanzmarkt hochspekulativ, da kann man ja nichts versprechen. Normal, aber Sie investieren nicht nur in eine Finanzinstrument zum Beispiel. Okay? Ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Hochspekulativ bleibt ja trotzdem. Wie bitte? Ich sage, das hat ja damit nichts zu tun. Hochspekulativ bleibt es ja trotzdem. Trotzdem hochspekulativ. Ich weiß, es bleibt so. Hm. Aber wir haben unsere Experten, das wissen ganz genau, was sie machen. Und für unsere Kunden dieses Profit machen.
Ja, kann ja alles sein, aber wie kommt das Versprechen zustande? Das kann man doch nicht versprechen. Herr, wenn Sie wollen, können Sie diese Einzahlung und selbst schauen, okay? Ja gut, also ich sag mal, wenn man das selbst schauen will, dann ist ja der Drops schon gelutscht. Wenn die Kohle weg ist, ist sie weg, dann braucht man nichts mehr gucken, dann weiß man ja Bescheid. Wie bitte? Ja, Sie haben mich schon verstanden. Und wenn nicht, dann auch egal. Okay, tschüss wieder. Na, da hat man mal wieder so einen richtigen Schlauberger am Telefon, der eigentlich überhaupt gar nicht so richtig weiß, was er da so überhaupt von sich gibt. Macht Versprechungen, die er dann nicht mal begründen und halten kann. Tja, aber was will man auch ganz anderes von solchen Betrugsfirmen erwarten? Wir wissen ja alle, was hier letztendlich die Absicht am Telefon ist, nicht euch reich zu machen. Niemand ruft euch an und will euch privat, persönlich irgendwie was schenken und reich machen. Das ist absoluter Quatsch. Das kann man einfach nicht glauben. Tja. Aber man hat ja auch gesehen, er war dann ganz schnell wieder weg, weil er konnte ja auch all das, was er da versprochen hat, gar nicht halten. Und das hat er dann gemerkt, dass wir das sehr, sehr schnell gerochen haben, den Braten. Wir machen mal weiter. Steiner, grüße dich, Steiner, mein Name ist Oliver Ebele. Ebele. Also ich hoffe, dass ich ihn gerade nicht störe, Herr. Ja, doch ein bisschen, aber worum geht's denn? Es geht halt über die Anmeldung, was ich schon beim Off-Bitcoin-System gemacht habe. Bei was? Beim Bitcoin-Offer-System gemacht habe. Aha. Da das Interesse über den Bitcoin gezeigt hat. Mhm. Deswegen habe ich Ihnen gerade angerufen, Ihnen zu helfen, das Konto zu aktivieren. Was denn für ein Konto? Ihr Handelskonto. Aha. Ein Handelskonto? Genau. Von eBay jetzt, oder wie? Nein, nein, das ist ein Handelskonto, Herr. Naja, bei eBay doch auch. Ja, aber es ist nicht dieser Handel, was Sie denken, sondern es ist ja schon über die Börse, Herr Steiner. Ach so, ja. Dann ist es ja kein Handelskonto, dann ist es ja Finanzgeschäfte, dann ist es ja ein Bankkonto. Natürlich, das ist ein Finanzgeschäft, aber es ist kein Bankkonto, sondern es ist ein Online-Handelskonto. Ja, warum sagen Sie das denn nicht so? Trading-Konto. Ja, kann man doch so sagen, ist doch viel einfacher. Genau. Also momentan befinden Sie sich zu Hause oder sind Sie unterwegs? Ja, ich bin zu Hause. Sie rufen mir auch auf meiner Festnetznummer an. Okay. Okay, dann haben Sie vielleicht einen Computer in der Nähe, damit wir das machen können? Mhm. Okay, möchten Sie das mit einer Kreditkarte machen oder durch Online-Überweisung? Ich weiß ja noch nicht mal, worum es geht, was Sie für eine Firma sind und was ich da machen soll. Da weiß ich jetzt nicht, was die Frage mit einer Kreditkarte ist. Wir sind eine andere Plattform. Ja. Und wir machen Online-Trading. Sie haben unsere Werbung gesehen, Sie haben Interesse gezeigt. Ja, und das Erste, was Sie fragen, ist, was ich für ein Zahlungsmittel benutze, oder was? Das ist ja unseriös. Zahlungsmittel? Ja, wie wäre es denn erstmal mit einer Beratung, Produktvorstellung, und dann kann man erstmal gucken, ob man das interessant findet. Ja, das ist zwar der Teil von der Finanzexperte, weil ich bin dazu... Nee, das ist der erste Teil, der vor dem Einzahlen kommt. Erstmal Beratung und dann Zahlung. Weil Sie haben auch selber versucht, das Konto zu aktivieren, Herr. Deswegen, ich helfe Ihnen nur, um das Konto zu aktivieren. Den Rest erzählt Ihnen der Finanzexperte. Ja, dann soll der mich zuerst anrufen. Ja, aber Sie haben nicht mal das Konto aktiviert. Wie soll der Ihnen anrufen? Naja, mit dem Telefon, so wie Sie. Das heißt nicht Herr, das heißt Herr Steiner. Wenn man nur Herr sagt, ist das unfreundlich. Ja, okay, Herr Steiner. Entschuldigung, dass ich Herr gesagt habe. Ja. Die Sache ist, der kann Ihnen nicht anrufen, ohne dass das Konto aktiviert ist. Warum nicht? Weil das so ist, Herr Steiner, so geht es. Ja, das ist aber nur bei unseriösen Firmen so. Also wenn ich bei meiner Bank anrufe und da nach irgendwelchen Produkten frage, kriege ich ja auch erstmal eine Beratung, bevor ich Geld einzahlen soll. Ja, dann wenn Sie schon mit Ihrer Bank arbeiten möchten, dann hätten Sie mit Ihrer Bank arbeiten können. Ja, mache ich doch auch. Warum haben Sie die Anmeldung bei uns gemacht? Ja, ist ja nicht schlimm, wenn man sich mal so noch irgendwo anderweitig umguckt. Ich habe ja gedacht, dass ich vielleicht eine Beratung kriege, aber das kriege ich ja hier scheinbar nicht. Ah, okay. Entschuldigung, weil ich verliere immer meine Zeit mit Idioten, deswegen, Herr Steiner. Aber es tut mir wirklich leid. Schönen Tag noch. Ich glaube, Sie sind nur ein Betrüger, mehr nicht. Alles klar. Sie können mir auch... nennen Sie sich... Aber das haben Sie auch gerade bewiesen, dass Sie ein Betrüger und ein Abzocker sind. Oh, das ist einfach nur erbärmlich, was Sie da am Telefon machen. Doch, Sie sind erbärmlich. Das ist echt ekelhaft, was Sie da für einen Job machen. Ekelhaft, ja. Ekelhaft, genauso wie du. Schämen Sie sich eigentlich nicht für so einen Job? Dass ich deine Mutter gekriegt habe? Nein, überhaupt nicht. Ja, Sie sind ganz schön primitiv, kann das sein?
Das hat nicht, das hat nicht viel mit Intelligenz zu tun, was Sie da. Überhaupt nicht. Ja, ja, das hat. Hat nicht viel mit Intelligenz zu tun, was da aus deinem Gesicht kommt. Ah, du, der Intelligente, ne? Ja, eben. Geh mal blasen. Kannst du ja nichts anderes machen. Naja, das kann ich auch, ja. Und du? Du kannst scheinbar nichts. Ach ja, irgendwie haben wir das ja alle am liebsten, ne? Wenn die Betrüger sich dann zum Schluss komplett selbst verraten in dem, was sie da eigentlich überhaupt tun und von sich geben. Denn aus seinem Gesicht kam ja wohl überhaupt nichts Vernünftiges, außer Beleidigung. Tja, und solche Leute, die wollen euch dann jede Menge Geld aus eurem, von eurem Konto runterziehen und aus den Rippen leiern. Und wenn es geht, noch ein paar Mal mehr, dass man da nochmal nachschiebt. Ich glaube nicht. Also ich frage mich immer, wie die das so lange durchhalten überhaupt mit den Leuten am Telefon und dass man das überhaupt nochmal zur zweiten Einzahlung schafft, so wie die sich hier benehmen. Da brauchen die sich nicht wundern, dass die überhaupt nichts kriegen. Aber das Schlimme ist, irgendwie erreichen die halt Leute. Ja, aber sobald man halt eben auch mal unangenehme Fragen stellt, da wissen sie ja nie eine Antwort drauf. Und selbst wenn sie eine Antwort drauf haben und man das widerlegen kann, dass das nichts anderes als eine Lüge ist, ja, dann geht man ja wohl gleich wieder unter die Gürtellinie. Und dann wird's eklig. Tja, aber was will man erwarten, ne? Aber ich habe euch noch was mitgebracht. Hello, Klaus, how are you? Was für ein Ding? What is my name? Nee, was ist das für ein Ding? Patrick Randall McMurphy. And I'm calling to Klaus. Warum kauft ihr ausländische Daten? Das nützt doch so überhaupt nichts. Ich verstehe mich. Sprechen Sie Englisch? Nö. Ja? Yeah? Nein. Wir haben einen deutschen YouTube-Kanal. Santa Claus? Okay, I'm just kidding. You know me. You get my point. Listen, why you change your mind? You have a trading account with us, but you're not trading with us. I just want to know why. Yes. Warum? Warum? What that means? Yep. Ooh. How old are you? You're very silly. I'm silly? Why? Tell me. Okay. Tell me why I'm silly. Did I offend you? Yeah. Why? With what? Santa Claus. You're listening? When gonna be New Year? I speak not with scammer. You think it's I'm a scammer? Because I'm nice and I like jokes? I'm a scammer because of that? Okay, auf Wiedersehen, Santa Claus. Ja, da haben wir mal wieder einen von den ganz Netten gehabt, der ja von Anfang an eigentlich schon wieder nur Müll geredet hat und damit verdienen die ihr Geld. Ja, muss ziemlich viel Spaß machen da in den Callcentern. Vor allem frage ich mich auch immer, dass die Chefs sowas dulden. Denn unterm Strich müssen sie doch eine Firma viel, viel schneller zumachen, wenn die Leute da ständig am Telefon beleidigend sind, weil es ja noch viel eher auffällt. Außerdem hat man ja dann auch noch die ganzen Leute, die Rezensionen schreiben, ne? Und das findet sich dann alles im Internet wieder. Aber es scheint die halt irgendwie überhaupt nicht zu interessieren, dass ihr Ruf dabei komplett zerstört wird. Schönen guten Tag, Herr Thaler am Apparat, ja? Ja, und auf der anderen Seite? Herr Thaler, mein Name ist Kerstin Wilson. Ich kontaktiere den Finanzmarkt. Wie ich weiß, Sie haben Interesse über Onlinehandel geäußert. Stimmt das, ja? Bei Citadel. Ja, das ist mir in der Tat noch gar nicht aufgefallen. Die Tante nennt sich Kerstin Wilson. Ist vielleicht die Frau vom Dennis. Bitte? Was weiter? Möchten Sie online handeln? Ich bin Kontomanagerin und ich werde Ihnen helfen, bis Ende dieses Konto zu aktivieren. Na und, weiter? Möchten Sie das oder nicht? Ja, was ist denn jetzt der Grund Ihres Anrufs? Sie haben Interesse geäußert. Sie möchten an der Finanzbörse handeln, wie ich weiß. Stimmt das oder nicht? Woher wissen Sie das denn? Ich sehe im System. Sie waren bei Citadelix, das ist eine Online-Plattform. Und automatisch kommt bei uns die Daten, ja?
sagt mir nichts. Wie bitte? Sagt mir nichts. Möchten Sie handeln oder nicht, Herr Thaler? Ja, ich handel, ja. Hm. Handeln Sie schon? Mhm. Spielen Sie mit mir, oder was ist los? Nee, wieso? Sie rufen mich doch an und fragen mich irgendeinen Quatsch. Die nette Tante hat wohl eine ziemlich kurze Pipeline gehabt, denn, na, die war ja gleich am Anfang weg und pissig. Weiß ich nicht, was ich der getan habe, aber letztendlich empfinde ich das als eine ganz normale Kundenreaktion. Sicherlich reagiert nicht jeder Kunde so, aber sowas gibt's halt eben auch, dass die Kunden genau so am Telefon reagieren. Weil letztendlich, ihr werdet ja immer überrascht mit diesen Anrufen. Keiner von euch rechnet ja damit, dass er diesen Anruf jetzt und sofort bekommt. Und ja, deswegen ist man auch logischerweise erstmal damit überfordert, weil keiner weiß, was sie eigentlich genau von einem möchte. Das versuche ich ja in Erfahrung zu bringen und mehr nicht. Ja, aber dafür gibt man sich ja hier überhaupt keine Mühe, das irgendwie, ja, in Einklang zu bringen. Naja, nur umso besser für die ganzen Opfer, die dadurch dann ja nicht betrogen werden, weil sie selber drauf gekommen sind. Erreichen, Herr Steiner? Ja, auch schön, Sie zu erreichen. Grüß Sie, Doris am Apparat. Ich melde mich von der Firma 24-Franz. Also, ich habe schon eine Anmeldung gemacht an Onlinehandel, deswegen habe ich Ihnen heute angerufen. Mhm. Bei Bitcoin System. Ja, und was wollten Sie machen mit Ihrem Handelskonto, da wo Sie schon geöffnet haben? Ja, weiß ich nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Wie möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren, durch eine Kreditkarte oder normales Überweisung? Ja, das werde ich dann sehen, wenn es soweit ist oder nicht. Wenn Sie ein Kreditcard, normalerweise Sie zahlen keine Provision. Ja, bei Banküberweisung auch nicht. Wie bitte? Ich sage bei Banküberweisung auch nicht. Sie auch nicht? Was meinen Sie auch nicht? Ja, da zahle ich auch keine Provision. Natürlich, ja. Sie müssen mit für die Bank zahlen. Nö. Also für die Bank muss man nichts bezahlen. Musste man noch nie. Es ist ungefähr 5 Euro. Mm-mm. Wie? Muss man nicht bezahlen bei einer Überweisung. Ich mache jeden Tag Transaktionen und Sie sagen, ich zahle keine Provision. Nee, also ich habe noch nie so eine Provision bezahlt mit meinem Bankkonto. Mm. Wofür ist denn die Provision? Wer nimmt die denn? Herr Steiner, wissen Sie was? Es ist mir doch egal, was Sie meinen, erst einmal. Wir haben einen Tag zusammengesprochen und echt, ich habe eine schlechte E-Mail bekommen von Ihnen. Ja, habe ich das? Und bitte, machen Sie nie wieder eine Anmeldung an Onlinehandel. Wenn Sie wenn Sie glauben das nicht, dann einfach weggehen. Nee, okay. Ich mache noch ganz, ganz viele Anmeldungen bei euch, damit ich dich immer wieder am Telefon dran habe, du Betrüger. Und dann sagen Sie, genau, dann sagen Sie, ihr seid Betrüger. Ja. Dann wieso machen Sie eine Anmeldung? Naja, damit ich mit euch sprechen kann und... Ja, doch, ihr wollt ja das Geld klauen. Und warum ich... Gehen Sie bei der Polizei. Ja, war ich doch schon. Die haben sich doch sogar bedankt dafür, dass ich die Daten eingereicht habe. So, und jetzt lass mich mal aussprechen, du hast... Ja, wie immer dasselbe. Sobald man denen sagt, was man von denen hält, machen sie sich ganz schnell aus dem Staub und naja. Und vor allem besonders kurios ist, warum ruft die hier nochmal an, wenn ich mit ihr schon einen nicht so netten E-Mail-Kontakt hatte? Denn wenn jemand mir eine E-Mail schreibt, kriegen die alle von mir in der Regel einfach nochmal irgendwann Betrüger reingedrückt, um mal zu gucken, was da so passiert. Und sie ruft hier an und will dann ein Verkaufsgespräch führen und wundert sich dann, dass das Gespräch schon wieder in die gleiche Richtung läuft, wie, naja, die E-Mail schon angedeutet hat, dass garantiert nichts verkauft wird. Aber gut, lernen tun die wohl nicht aus ihren Fehlern. Hallo? Ja? Schönen guten Tag, Herr Steiner, ja? Mhm. Schön, Sie zu erreichen. Katharina Gutmann ist mein Name. Ich bin eine Signalgeberin für Wertpapierbörse und ich möchte gerne Ihnen informieren zum Finanzmarkt. Aha, was ist denn eine Signalgeberin? Für Finanzmarkt. Ja, was ist denn das? Sind Sie schon bekannt mit Finanzmarkt? Nee, noch gar nicht bis jetzt.
Sind Sie schon bekannt vielleicht mit Bitcoin, Forex, Aktien und so weiter? Ja, kann man jetzt so nicht sagen, nee. Aber ich habe jetzt auch eine andere Frage gestellt. Die Frage war, was ist eine Signalgeberin? Ich erkläre Sie unser Signal, was heutzutage mit Ihnen, wir werden reden, oder? Mhm. Ja. Ja, genau. Wie, ja, genau. Und mehr aktiv, bitte. Was ist denn los? Haben Sie... Ja, wieder ein Gespräch, was wir in die Kategorie absolut sinnlos und hirnverbrannt packen können. Ja, wenn die Betrüger eben der Meinung sind, dass wir das für sinnvolle Zeitausnutzung halten, ja, dann bitteschön. Also ich finde es ganz gut, denn so verplempern sie wenigstens möglichst viel Zeit von sich selber. Hallo? Mhm. Hallo Alfred, this is Mia. How are you today? Oh nee, du quatschst jetzt entweder auf Deutsch voll oder gar nicht. Unfortunately, I cannot speak Deutsch. Aha, ja, interessiert mich nicht. Auf Wiedersehen. Nee. Ja, das war dann wohl wieder einer von der Kategorie. Ich kann kein Deutsch und probiere es aber einfach trotzdem mal anzurufen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Tja. So, das war's wieder von der Schnipselparty heute. Ich hoffe, euch haben die vielen kleinen Kakerlakenschnippel gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja Bescheid, zersprengt mir gerne den Daumen nach oben. Kommentare wären natürlich auch nie verkehrt, da lese ich auch sehr, sehr gerne mich ein. Und ja, wer möchte, natürlich das Abo nicht vergessen. Ansonsten besucht mich gerne auch auf Twitter, da bin ich ja relativ neu noch. Wir können mal schauen, was wir da noch so alles anstellen. Da gibt es demnächst sicherlich auch den einen oder anderen Beitrag mal von mir, der hier nichts in dem Sinne im engeren Sinne mit YouTube zu tun hat. Zu finden bin ich auf Twitter, zumindest unter dem Namen CC Abzocke oder einfach Callcenter Abzocke einfach mal in die Suchleiste eingeben. Ja, ich bedanke mich fürs Reinhören. Wer möchte, sieht jetzt hier noch die Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.